Moin moin und willkommen zurück, Leute. Ihr seht, ich bin immer noch hier am Rumwuseln, mehr oder weniger. Also das ist alles andere als schön, muss ich einfach mal so sagen. Einfach hier mal straight durch diesen Wald zu laufen, zu irren vielmehr. Und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann mal auf so eine Art Waldweg treffen. Weil das kann so nicht weitergehen, definitiv nicht. Gönnen wir jetzt erstmal knusprig eine Zigarette. Oh, 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 sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wenigstens haben wir eine schöne musikalische Untermalung. Hat auch ein bisschen was Friedliches an sich. Obwohl ich ja finde, so ein richtig tiefer Wald, das hat so ein bisschen was Mysteriöses auch so ein bisschen an sich. So diese Unsicherheit, durch den Wald zu laufen. So diese typischen Urängste, die man so hat. Durch unbekanntes Gebiet zu streifen, viel mehr oder weniger. Und dann, ja, wirklich mal, ja, dieses Unbekannte, was man da so erlebt. Dieses ganz, ganz, ganz komisches Gefühl ist das. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. So, wir laufen jetzt einfach mal hier straight runter. Da kommt uns doch schon Kundschaft entgegen. Man sagt, in der Regel, wo Zombies sind, müsste eigentlich auch, ja, müsste auch so was wie Zivilisation sein. Hat aber nichts Brauchbares irgendwie bei. Eine Jacke. Bloody. Und im Scheißzustand. Aber was willst du erwarten? 10 years later, eine, ja. Also, eine ganze Weile in der Apokalypse schon. Oh, da kommt noch einer. Den habe ich gesehen. Ja, ja. Den machen wir eben mal auch so. Mir ist hier nichts kalt. Und wenn wir können, Alter, dann kipp doch mal um. Danke. Da steckt bei dem einen. Ja, ja, ich sehe. Ich hab ihn gesehen. Ich würde aber ganz gerne die Waffe noch schonen wollen. Der hat einen Speer zu stecken. Oder so eine improvisierte Geschichte. Nehme ich aber auch. Speer mit Schraubenzieher dran, okay. So, ich würde sagen, wir setzen unsere Reise fort. Stelle ich mir gerade nur so ein bisschen witzig vor, wie so ein riesiger Speer in diese Umhängetasche reingepackt wird. Mann, ey, hier ist echt Betrieb im Wald. Sauber. Ja, weiter geht's. Alter, hier ist echt Highlife, ey. Ey, die guckt dein halbes Herz, guckt dir raus. Alter, ist das krass, Mann. Mein Zombie hat dafür sowieso keine Verwendung mehr. Ich sag's euch, Leute, holt euch den Zombie Survival Guide von Max Brooks. Der auch als hier bei YouTube auch als Hörspiel, als Hörbuch vorliegt. Wenn ihr zu faul seid zum Lesen, könnt ihr euch das gerne mal geben. Alter, was hat er denn um? Alter, ist das ein Satanist? Ist das abgefahren? Krass. Sind hier Satanisten, Alter? Eine Kerze in der Hand. Ach, ist das geil. Ist das geil. So ein Spezialzombie. Okkultistenmaske. Krass. Und ein Schild. Da kommt der nächste. Geil. Die Satanisten haben hier tatsächlich in den Wäldern böse Rituale abgehalten. Ey. Krass. Dunkle Rituale. Ist das wild. Und das da unten. Oh, das sieht aus wie ein Gebäude. Nice. Oh, oh, nice, 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 nice. Gefällt mir. Krass, Mann, Alter. Wir sind echt auf Satanisten hier gestoßen. Krass, Mann. Da der nächste mit so einem Schild. Ja, das ist schon wieder anders wild, Leute. Du bist ja exhausted. Setz dich mal bitte auf den Boden.
Wir müssen uns kurz ausruhen. Wir können nicht kämpfen. Und das kaputte Brotmesser, das schmeißt man bitte weg. Das brauchen wir nicht mehr. Mach's dir bequem. Dann würde ich sagen, dann schauen wir uns hier mal um, weil unser Charakter ist schon wieder durstig. Gefällt mir nicht, Leute. Mal ein bisschen Ausdauer regenerieren müssen wir. Hilft nichts. Nice. Ja, ungefähr bis so bis zur Hälfte. Das würde mir schon mal ungemein helfen. Es ist 12.10 Uhr. Wir müssen zu Potte kommen, Leute. Ich würde die Nacht ungern auf dem Boden pennen wollen. Hier gibt es mal ein Original nichts abzugreifen. Hier hinten ist noch ein weiterer Schuppen. Natürlich mit Satanisten. Krass, Alter, ey. Fette Satanisten-Zombies. Habe ich in der Form auch noch nicht gehabt, ey. Krass. Alles schwarz hier, ey. Geil. Den mal eben schön mit der Spitzhacke bearbeitet, ey. Eine Kerze. Alter. Ist das abgefahren? Ist das abgefahren? Ich wusste, dass es hier Satanisten-Zombies gibt. Allerdings nicht, wo die sich genau verstecken. Aber jetzt wissen wir's. Da kommen wir original nicht rein. Und ich brauche die Waffe hier jetzt noch. Falls wir es dann endlich mal in die Zivilisation schaffen sollten, dass ich auf jeden Fall was habe, womit ich mich verteidigen kann. Genau. Da kommt der nächste. Alter. Eine Kerze hat der auch nur bei. Hier genau dasselbe. Wo, was ist jetzt hier drin? Das ist ein Büro. Hier haben wir noch Deerhead Lake Park Ranger. So eine Ranger-Station. Ja, die würde ich aber erstmal von Satanisten befreien wollen. Ja, ja. Krass, 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 krass. Nice. Scheiße, den hätte ich fast... Alter, den hätte ich fast nicht gesehen. Alter, waren das alles Frauen? Krass. Das ist ja so ein richtiger Hexenzirkel hier, ey. Krass einfach nur, ey. Oh, das war ein fetter Schuss. Hier ist original auch nichts drin, was uns irgendwie weiterhilft. Irgendwie irgendeinen Punkt finden, wo wir was trinken können. Hier haben wir eine Spüle. Trinken. Seife, ja. Eine Wasserflasche wäre nicht schlecht, wenn wir sowas finden würden. Ein Rucksack. Wie viel fasst der? 18, okay. Ja, besser als nichts. Trag den mal bitte auf den Rücken. Ist nicht das hübscheste Modell. Aber besser als nichts. Die Umhängetasche, die lassen wir mal hier. Dann räumen wir das alles mal rum. Und schauen dort gleich mal nach, was wir hier noch so finden. Eine Jagdweste. Aber das war's auch schon, wa? Es klopft. Hier vorne haben wir gleich.
Komm doch rein. Sei mein scheiß Gast. Alter, wieder Satan persönlich. Der hat einen Haustürschlüssel. Nehme ich gerne mit. Ich glaube, ich muss die Gegend hier... Geh mal bitte hier rein. Vielleicht finden wir auch sowas wie eine Küche. Toiletten. Duschen. Und immer dran denken, immer hydriert bleiben. Ist genau dasselbe, bloß für die Damen wahrscheinlich oder für die Herren. Was ist hier drin? Betten. Also eine Art Krankenstation hier, aha. Also eine Möglichkeit zu schlafen hätten wir alle Male. Chirurgischer Nadelhalter. Medizinisches Equipment haben wir nicht. Hier hatten wir noch so eine Art Abstellraum, Bleichmittel. Nee, lass mal gut sein. Das ist auf jeden Fall geschenkt. Irgendwas schleicht doch hier ums Haus. Ja, dachte ich mir schon. Wusste ich doch, dass ich was gehört hatte. 13.20 Uhr haben wir jetzt. Ich denke mal, das wird darauf hinauslaufen, dass wir die Nacht hier verbringen müssen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wir müssen das Haus irgendwie sichern. Das kann auf keinen Fall so bleiben. Schauen wir uns doch einfach mal oben um. Eine Agrarzeitschrift haben wir hier. Okay, auch mitnehmen. Denn auch Literatur ist sehr selten, oder nee, sehr selten, unfassbar selten sogar. Ja, das kommt von hier oben. Hier ist die Küche. Taschenlampe. Haben wir schon eine Taschenlampe? Ja, haben wir schon. Keine Lebensmittel, ey. Krass, Mann, ey. Eine Schere. Ohne große Taschenlampe, dann nehme ich lieber die. Steck dir die mal bitte ein. Ist der Lichtkegel um einiges größer. So, suchen wir mal den fucking Zombie. Aha. Bist aber kein Satanist. Macht aber nichts. Scheint der Ranger hier zu sein. Eine Six Saw hat der. Geil. Er damit. Es klopft hier aber immer noch irgendwo. Ein 308er Magazin. Eine Zeitschrift. Kann auch nicht verkehrt sein. Aber sonst kann ich hier nicht bei aller Liebe. Uhr haben wir jetzt. Leute, wollen wir uns auf den Weg machen? Dann müssen wir das jetzt machen. Oder wollen wir lieber warten? Eine Nacht, das ist jetzt hier die Frage. Ich denke mal, ich entscheide mich dafür, dass wir gehen. Weil so langsam... So, was ist mit dem wilden Knoblauch? Hunger minus 1. Ja. Knofi zu essen kann eigentlich nicht verkehrt sein. Definitiv nicht.
Das heißt, wir setzen unsere Reise fort. Ich lasse den jetzt. Hat er irgendwas Besonderes bei sich? Steckt da irgendwas drinne? Oh, Dingschen. Also doch fighten. Ein Hackbeil. Krass, Mann. Oh, ey. Lassen uns aber auch nicht in Ruhe. Haben hier nicht einen Moment mal unsere Ruhe. Das Hackbeil, das hätte ich gerne noch. Eine Schürze. Ein Fleischerbeil. Her damit. So, und dann würde ich mal sagen, wir sehen zu, dass wir Land gewinnen. Jetzt mal unilogen. Lass jetzt einfach mal die Zombies laufen. Die werden sich auch irgendwann wird sich die Spur auch im Sande verlaufen. Wir können theoretisch gesehen die Zombies davon spazieren. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ich kann hier nicht alles und jeden töten, so gerne ich das auch machen möchte, aber wir müssen wirklich Prioritäten setzen. Sei denn, mir kommt jetzt irgendeiner entgegen, am besten noch mit einer Axt oder keine Ahnung was, dann ist eine andere Hausnummer. Aber sonst sehen wir zu, dass wir irgendwie langsam in Richtung Zivilisation kommen. Naja, da kommt der Küchenchef uns entgegengelaufen. So, rechts oder geradeaus? Das ist jetzt hier die Frage. Wisst ihr was? Ich laufe geradeaus weiter. Naja. Ich laufe einfach mal straight geradeaus weiter. In der Hoffnung, dass das die richtige Wahl war. Schauen wir doch mal. Ein bisschen Vorsprung gewinnen. Müssen bloß aufpassen, dass wir nicht zu dolle sprinten hier durch den Wald. Ich habe keine Lust, dass er sich verletzt. So ein billiger Kratzer. Den müssen wir uns nicht unnötig holen. Wir gehen das Ganze mal smooth an, wir haben sowieso Zeit. Also von daher, ich will jetzt eigentlich nur noch zurück in die Zivilisation. Irgendwas, was auf einer Straße hindeutet oder irgendwie was in die Richtung. Ich meine, hier wird der Wald ein bisschen lichter, aber das hat nichts zu heißen. Das hat leider nichts zu heißen hier in Zomboid. Und wir brauchen auch mal langsam was zu essen, ey. Hast du noch wilden Knoblauch dabei? Ja, gönn dir. Oh, ja gut, links oder rechts? Ich glaube, links ist keine gute Idee. Da würden wir wieder Richtung Norden laufen. Ich laufe jetzt einfach mal hier straight. Ich biege jetzt einfach mal nach rechts ab. Das sieht schon echt... Doch, das sieht schon besser aus hier. Ich höre die ganze Zeit Göckel. Doch. Das gefällt mir. Ich weiß, Leute, das ist gerade wahrscheinlich für den einen oder anderen nicht gerade spannend, was wir hier machen. Dass wir einfach hier mal so durch den Wald tigern. Ich weiß, ihr wollt Action sehen. Kann ich auch nachvollziehen. Werden wir bestimmt auf jeden Fall noch bekommen, sobald wir in der Zivilisation angekommen sind. Aber ich weiß in etwa, wo wir sind. Wir müssten... In der Nähe müsste dieser Army Store sein auch. Das habe ich noch so vage in Erinnerung. Denn... Die Gegend hier, die kommt mir sehr bekannt vor, bekannt in dem Punkt, das war eine meiner ersten Spielererfahrungen hier. Ich bin hier einfach mal mit dem Auto lang
auf diesen Waldwegen war ich unterwegs und habe mich einfach mal straight in den Wäldern festgefahren. War auch eine ziemlich dumme Situation. Wenn du einfach noch null Map-Kenntnisse hast, dann machst du mal gerne so eine Dummheiten. Na? Ich meine, perfekt sind wir jetzt immer noch nicht, aber ein bisschen erfahrener auf jeden Fall. Alter, endet dieser scheiß fucking Waldweg denn nicht? Alter, das ist so anstrengend, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist richtig, richtig... Das Ding ist ja eigentlich auch bei Zomboid, die Map, die ist einfach so unfassbar groß einfach nur. Mir ist das auch schon mal passiert, ich wollte einfach mal zu irgendeiner anderen Stadt zu Fuß laufen und musste feststellen, dass mir unterwegs mein Charakter verdurstet ist. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt richtig liege, dass wir jetzt mal so langsam aber sicher in Richtung Zivilisation kommen, weil das kann auf keinen Fall so weitergehen. Aber das Wichtigste ist, wir sind noch am Leben und das ist genau das, worauf es ankommt. Können ja auch gleich mal den Nahrungssuche-Skill... Wir haben eben vorhin ja schon was gefunden. Es regnet draußen, das ist auch eine ziemlich gute Wahrscheinlichkeit, dass wir auch noch anderes Zeug finden. So Waldpilze, so in die Richtung, die man essen kann. Der ist giftig. Ignoriere den mal. Da kommt ein Durstigkeitssymbol. Reisig. Ein Stock. So wuseln wir uns quasi unseren Weg hier frei, ey. Und deswegen habe ich übergewichtig genommen, weil ich genau wusste, dass wir in Situationen kommen werden, dass wir eben, tja, auch zum Teil hungern müssen. Oh, was ist das? Aha. Kräuter. Nützliche Kräuter. Boah, Alter, ey. Was ist das hier für eine scheiß Shitshow, ey. Ungelogen. Oh, Nahrungssuche. Sauber. Rinder mit in den Rucksack. Okay. Was ist das hier für eine scheiß Shitshow, ey. Ich meine, der Wald ist hier schon lichter. Aber irgendwie habe ich das Gefühl... Ich hoffe nicht, dass wir uns verlaufen haben, ey. Das wäre jetzt maximal blöde. Ich hoffe nicht. Oh, sind die auch gerade keine Zombies? Ruh dich mal bitte aus. Auf dem Boden sitzen. Obwohl, vorspulen ist auch so eine Sache. Traue ich mich ehrlich gesagt auch gerade nicht. Weil ich nicht weiß, falls wir doch in der Zivilisation ankommen sollten, wie viel Auflauf ist da. Ist alles nicht. Hunger minus 1 lindert. Kälte- und Grippesymptome. Cool. Den Knoblauch noch dazu, dass wir wenigstens ein bisschen was. Okay, wir sind so gut wie aufgeladen wieder. Und setzen einfach mal unbehelligt unsere Tour fort. Mit einem Durstigkeitsmudel. Etwas durstig, ein trockener Mund. Glaube ich dir gerne. Alter, fuck.
Fuck, Alter, dieser Waldweg endet einfach nicht, ey. Er endet nicht. Das ist irgendwo richtig deprimierend auch, weil ich weiß ehrlich nicht, ob sich die ganze Geschichte auch für ihn lohnt. Das ist halt dieses Unbekannte. Ich möchte meinem Charakter ehrlich gesagt nur das Beste. Wer will das nicht für seinen Charakter? Und den nicht durch so eine Aktion, durch solche billigen Aktionen sterben sehen, weißt du? Den wir einfach mal verdursten oder so eine Geschichten. Also, stelle ich mir persönlich schlimm vor. Also, wenn jemand verdursten muss. Ich kürze jetzt hier einfach mal ab. Oh, Leute. Guckt mal da auf die Minimap. Das sieht nach Straße aus. Ich glaube, wir haben den Weg rausgefunden aus dem Wald. Oh, Leute. Yes, yes. Wo Straßen sind, ist meistens auch Leben. Leben hier in Sombeut auf, ja, in Anführungsstrichen gesetzt. Setz dich mal bitte auf den Boden. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall, denke ich mal, bald einen Schlafplatz sicher machen. Das würde ich gerne mit euch noch in Angriff nehmen wollen. Aber alles der Reihe nach. Wir müssen erstmal ankommen. Straße heißt nicht automatisch Häuser. Ich habe eine vage Vermutung, wo wir gleich rauskommen würden. Ich glaube, das ist dieser Spot mit dem Militärcheckpoint. Militärcheckpoint, mit dem Militärjob, meine ich. Den würde ich gerne mal inspizieren wollen. Da wird es mit Sicherheit von Zombies nur so wimmeln. Deswegen alles der Reihe nach. Genießt einfach die schöne Musik. Und ich halte jetzt einfach mal meinen Mund. Geil, Leute, wir haben es geschafft. Da sind Häuser. Da sind Häuser. Yes. Yes, Leute, yes. Wir können uns neu aufstellen. Hier ist dieser Militärshop. Geil. Geil, geil, geil. Den müssen wir uns klar machen. Wir hätten auf jeden Fall einen Spot für die Nacht zum Schlafen. Sauber. Frage, wie viel Auflauf ist hier? Da steht eine knusprige Traube. Die würde ich gerne ausdünnen wollen. Ja. Ja, ja, hier kriegen wir auch Besuch. Oh, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Immer alles der Reihe nach. So, jetzt wird gekämpft. Jemand mit einer Spitzhacke zu erschlagen, stelle ich mir auch ziemlich, ziemlich hart vor. Tja, krass, Mann, ey. Eine Brechstange hat die dabei gehabt. Geil, her damit. Können wir auf jeden Fall hier brauchen, falls unsere Spitzhacke die Hufe hochreißt.
So, ich versuche die mal einzeln zu pullen. Wie viel sind denn da? Viere, wa? Ja, komm, die kriegen wir. Das kriegen wir hin. Mit einem weiteren Spezialzombies, die dürften uns ja schon bekannt sein. Ein Ghostbuster-Zombie. Naja. Ja. Aber alles im Griff. Alles im Griff hier, Leute. Da steht auch noch einer. Sauber. Geh gleich nochmal um das Haus herum. Könnten noch welche hinterm Haus sein. Sieht aber soweit gut aus. Da steht einer. Dass wir hier so viel wie möglich wegbekommen, damit wir hier, ja, damit wir einfach schlafen können. Dass wir quasi unseren Schlafplatz freikämpfen. Gar nicht mal so leicht. Die sind hier in den Wäldern schön verstreut. Die alle zu lokalisieren, ist auch nicht besonders leicht. So. Kommen wir nicht rein. Versuchen wir es mal vorne. Wo ist sie? Wo ist das Miststück? Oh, hier geht doch gleich irgendwas zu Bruch, ey. Hier. Scheiße, es ist jetzt was zu Bruch gegangen. Vorne. Das war so auf keinen Fall geplant. Elektronik-Schrott haben wir, Lärmerzeuger haben wir. Hier haben wir eine bessere Hose. Anziehen. Munition haben wir hier auf jeden Fall auch noch, einen Suppressor. Vielleicht finden wir auch noch einen größeren Rucksack. Eine Schlafhose haben wir hier, aha. Ich würde ganz gerne nochmal rausgehen und gucken, ob hier auch wirklich alles safe ist. Da unten stehen zwei Hansel. Da sind auch noch welche. Hier stehen noch Autos, die noch recht gut aussehen. Aber ich würde sagen, das würde ich ganz gerne in der nächsten Folge machen wollen. Dass wir auf jeden Fall die Gegend hier erkunden und uns einfach mit dem bestmöglichen Zeug aufstellen. Also zumindest das, was hier noch machbar ist. Eine gepolsterte Hose haben wir hier und einen Schal. Hat einer von euch einen Haustürschlüssel dabei vielleicht? Oh, nice. Man kann auch mal Glück haben, ey. Krass, Mann. Kommen wir jetzt ohne Probleme hier einfach rein. Ha, geil. Hätten auf jeden Fall schon mal Waffen. Heißt auch im Umkehrschluss für uns, wir brauchen ein Auto. Wir brauchen unbedingt ein Auto. Oh ja, oh ja, oh ja. Gut, Leute, ich hole auf jeden Fall das Bett. Nimm mal ein Feldbett. Und pack das auf jeden Fall nach hinten. Sodass die uns nicht gleich erwischen. Nehm mal bitte. Ja. Äh,
Leg das mal bitte Krankentrage auf jeden Fall ins Inventar. So, das andere auch. Mhm. Es ist halt schön, dass unser Charakter schön stark ist. So dass wir da auf jeden Fall auch schon mal gut aufgestellt sind. Schlafen einfach mal. Ja, wo schlafen wir? Hier. Platzieren. Nee. Platzieren. Ja. Hauen uns das Bett einfach mal hier hin. Nice. Hätten jetzt hier auf jeden Fall eine Möglichkeit zum Pennen. Kommen anscheinend hier nicht mehr durch. Nicht gut. So, so rum. Trinken auf jeden Fall jetzt sowas. Ja, wir sind super durstig. Gut. Okay, Leute. Gut, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, bleibt sauber, lasst euch nicht fressen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Wir sehen uns. Ciao, ciao.